Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Friteusen an. Alle Friteusen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welche Friteuse die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit der Moulinex AM4800. Im schicken Weiß mit eleganter Abdeckung um die Mitte aus Edelstahl macht das Gerät einen edlen Eindruck. Die Friteuse ist jedoch nicht nur optisch ansprechend, sie überzeugt zugleich mit leistungsstarken 2100 Watt und einigen praktischen Details. Der bekannte Hersteller von Küchengeräten bietet mit der AM4800 eine klassische Friteuse an. Frittiert wird auf herkömmliche Weise mit Öl. Insgesamt fasst der Innenbehälter 2 Kilogramm. Das Entleeren dürfte problemlos möglich sein, da sich der Innenbehälter entnehmen lässt. Mit diesem Innenbehälter ist übrigens ein hocheffizientes Heizelement für direkte Hitzeübertragung verschweißt. Dadurch erzielst du optimale Ergebnisse beim Frittieren und sparst zudem Energie. Spülmaschinen geeignete Carbonfilter sorgen dafür, dass sich der Frittiergeruch nicht in eurer Küche verteilt. Weiter geht's mit der Tefal FF1631. Im Frittierkorb finden 1,2 Kilogramm Frittiergut Platz. Der Ölbehälter fasst 2,1 Liter. Das Thermostat kannst du stufenlos zwischen 150 und 200 Grad Celsius einstellen. Oberhalb der Temperaturregelung findest du Hinweise für die optimale Einstellung für bestimmte Lebensmittel. Auch die empfohlene Garzeit ist angegeben. Was leider fehlt, ist eine automatische Abschaltung. Das Gerät verfügt über einen leicht zugänglichen Ein- und Ausschalter an der Vorderseite. Sowohl das Sieb als auch den Frittierkorb und den abnehmbaren Deckel kannst du bedenkenlos in der Spülmaschine reinigen. Das Kunststoffgehäuse ist wärmeisoliert, wird also nicht heiß während des Gebrauchs. Musst du den Standort der Friteuse wechseln, sorgen zwei wegklappbare Griffe für einen sicheren Transport des knapp 4 Kilogramm schweren Küchengeräts. Und zum Schluss nochmal Tefal mit der FF1000 Maxi Fry. Diese Friteuse ist eine kompakte Friteuse, die ideal für die Zubereitung knusprig frittierter Speisen geeignet ist. Sie hat eine Leistung von 1900 Watt, ein Fassungsvermögen von 1,2 Kilogramm und einen Frittierbehälter aus Aluminium mit einer Fettfüllmenge von 2,1 Litern. Dank der Cool Wall Technik mit einem wärmeisolierten Gehäuse wird die Friteuse sehr sicher in der Anwendung sein. Sie hat einen regelbaren Thermostat, mit dem die Temperatur in einem Bereich von 150 bis 190 Grad Celsius individuell eingestellt werden kann. Die Reinigung der einzelnen Teile der Friteuse kann in der Spülmaschine erfolgen. Das Gerät hat einen praktischen Ein- und Ausschalter mit Kontrollleuchte und kann dank der angebrachten Tragegriffe einfach transportiert werden. Die Friteuse besteht außen aus Kunststoff und hat im Deckel einen integrierten Dauerfilter aus Metall. Sie ist in einem weißen Farbdesign erhältlich und hat Abmessungen von 35 x 35 x 26 cm. Das Eigengewicht beträgt 3,19 Kilogramm.